Willkommen zu den Disneyland Paris News vom 22. August 2021. Ja, ich habe heute 5 Neuigkeiten für euch und die 5. wird die umfangreichste sein, deswegen kommt die zum Schluss und ihr könnt es vielleicht schon sehen. Es geht um die Princess Celebration, aber dazu kommen wir noch später. Ansonsten, die anderen Neuigkeiten sind so, ja, semi-important, aber ich möchte sie natürlich trotzdem mit euch teilen. Ja, die erste Neuigkeit ist, also das habe ich eigentlich, also so 100% bestätigt, muss ich sagen, ist es nicht. Aber wir werden auf jeden Fall nächste Woche diese Neuigkeit überprüfen. Denn eigentlich ab 9. August müsste man keine Maske mehr draußen im Village und auch rund um den See tragen. Also bei den Hotels, also beim Newport Bay und beim Hotel New York. Habe ich gelesen, dass man die Maske nicht mehr tragen muss. Ich habe jetzt aber noch keine Bilder gesehen ohne Maske. Mal sehen. Wir werden es nächste Woche auschecken. Also ja, keine Maske mehr draußen im Village und ja, rund um den See. Das wäre so die erste Neuigkeit, die ich für euch hätte. Aber nächste Woche wird das nochmal ausgecheckt und dann bestätige ich es euch in den Vlogs. Die zweite Neuigkeit ist für alle Small World Fans wichtig und für diejenigen, die in den nächsten Wochen und Monaten ins Disneyland fahren wollen. Denn Small World wird auf unbestimmte Zeit renoviert, ab dem 27. September 2021. Also, falls ihr in den nächsten Wochen und Monaten fahren wollt, stellt euch darauf ein, dass Small World leider geschlossen sein wird. Die dritte Neuigkeit, die ich für euch habe, ist, es gibt jetzt eine Tea Time im Plaza Gardens und es wird noch eine spezielle Tea Time für nächste Woche geben, für die Princess Celebration, aber dazu komme ich später. Nach der Princess Celebration wird es wohl die normale Tea Time wieder geben und zwar ist die zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr und ihr braucht keine Reservierung dafür. Für 11 Euro bekommt ihr 5 kleine Küchlein, Pasteten. Viele sind davon auch in Mickey-Form, also wirklich sehr, sehr süß. Gibt es auch bei Victoria's normalerweise. Ja, also für 11 Euro bekommt ihr 5 von diesen Küchlein und ein Heißgetränk, also Kaffee, Tee, Cappuccino, Kakao, was auch immer ihr wollt. Und das gibt es auch nochmal für Kinder, da die Kinder kosten, also die Kinder bezahlen 8 Euro, bekommen dann 3 von diesen Küchlein plus dann ein Getränk. Die vierte Neuigkeit ist, dass es ein Feuerwerk einer Silvesterparty geben wird. Jetzt denken die anderen, ja, ich gehe da sowieso nicht hin zur Silvesterparty. Aber das heißt im Umkehrschluss, dass das Schloss bis dahin schon fertig sein wird. Es gibt Spekulationen, dass es Dezember sein wird, dass, wenn das Schloss fertig ist. Es gibt aber noch kein genaues Datum. Aber das sind ja schon mal gute Neuigkeiten, dass das Schloss bis Dezember wahrscheinlich dann schon fertig ist. Und für nächstes Jahr dann in seiner vollen Pracht erstrahlt. Ja, ich bin sehr gespannt, wie das Schloss aussehen wird. Und ihr könnt übrigens auch schon die Tickets für die Silvesterparty buchen, wenn ihr euch dafür entscheidet, an Silvester ins Disneyland zu fahren. Ich war einmal da in Silvester, es war proppenvoll. Also sehr lange Wartezeiten vor dem Schloss waren Menschenmassen. Ich weiß nicht, wie sie es dieses Jahr dann regeln werden mit den ganzen Regelungen. Aber ich weiß, dass der Daniel hinfahren wird an Silvester und dann bin ich mal sehr gespannt, was er dann berichtet. Ich werde wahrscheinlich nicht hinfahren, denn ich werde Silvester mit meinem Freund verbringen. Und er war einmal da mit mir im Disneyland, hat gesagt, das hat ihm erstmal gereicht an Silvester. Also es war wirklich sehr, sehr viele Menschen. Deswegen werde ich wahrscheinlich an Silvester nicht da sein, aber der liebe Daniel, ich werde wahrscheinlich dann eher zur Halloween-Party fahren und das dann ja, hier auf meinem Kanal darüber berichten. Kommen wir zur fünften Neuigkeit und der umfangreichsten, zur Princess Celebration. Ich hatte die ja schon mal in einem anderen News-Video erwähnt. Jetzt hat Disney oder Disneyland auch die ganzen Aktivitäten, Sachen, die rund um die Princess Celebration stattfinden, preisgegeben. Und die findet ja schon ab morgen statt. Weltweit, also nicht nur Disneyland Paris feiert, sondern weltweit einige Disney-Parks, ich glaube Hongkong, Walt Disney World, etc. machen bei der Princess Celebration mit und auch Disney allgemein. Disney Deutschland hat einige Sachen geplant. Bei Shop Disney wird es morgen, glaube ich, eine Witchin-Kollektion geben. Also
Disney feiert weltweit die Princess Celebration vom 23. August bis zum 29. August. Also wirklich nur von Montag bis Sonntag diese eine Woche. Warum, also haben viele gefragt, warum ist das nur so kurz? Wird das länger geben? Kommt das nochmal? Ja, das kann ich nicht sagen. Vielleicht wird es, also ich komme gleich zu diesen ganzen Snacks und so, vielleicht wird es diese Snacks noch länger geben oder sie kommen nochmal zurück. Aber erstmal ist nur vom 23. bis zum 29. August geplant und wir sind ja auch nächstes Wochenende dann vor Ort und berichten über die Princess Celebration, wie wir es finden, was es alles so gibt. Aber was alles gibt, ja, dazu kommen wir jetzt. Und wir fangen mit den Leckereien an, mit den Snacks. Und ich muss sagen, die sehen auf den Bildern sehr vielversprechend aus. Mal sehen, ob sie in real auch so aussehen und ob sie schmecken, weil manchmal, ich erinnere mich an die Frozen Celebration, da gab es dann so Cupcakes und so und das ja, war halt nur eine Buttercreme. Aber sieht trotzdem gut aus. Ja, ich blende euch dann immer ein bisschen die Bilder dazu ein, die uns von Inside Ears zur Verfügung gestellt wurden, wie die Snacks aussehen sollen. Wie sie aussehen werden, werdet ihr dann nächste Woche in den Vlogs sehen. Wir fangen an, eben schon erwähnt, die Tea Time im Plaza Gardens wird zur Royal Tea Time nächste Woche, wenn wir da sind. Also die ganze Woche und auch wenn wir da sind. Und wir werden auch ins Plaza Gardens wahrscheinlich gehen. Also es gibt eine Royal Tea Time im Plaza Gardens oder im Victoria's. Da bekommt ihr dann wie auch für diese, ich denke mal, 11 Euro. Es wird kein anderer Preis genannt. Dann auch wieder 5 von diesen Pasteten, aber diesmal in diesem Prinzessinnen-Design plus ein Heißgetränk. Bin sehr gespannt. Aber, also ich weiß nicht, vielleicht wird es teurer, vielleicht nicht. Wir werden das alles nächste Woche auskundschaften. Dann wird es ein Elsa-inspiriertes Sunday-Eis geben. Das bekommt ihr im March Hair. March, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, March Harry Hair Restaurant und im Fantasia Gelati. Ich glaube, das ist einfach nur so ein Softeis, ein weißes Softeis mit einem Elsa-Keks obendrauf und ein bisschen Deko. Also das, was ihr bei McDonald's für 1 Euro kriegt, wird da wahrscheinlich, ich schätze mal so 7, 8 Euro, also Preise wurden bisher nicht genannt, wird, denke ich mal, so 7, 8 Euro kosten, aber ja, ist halt dann ein Elsa-Eis. Dann wird es noch für die Ariel-Fans ein, wahrscheinlich auch ein Eis. Also es gibt, also vom Bild her ist es auch ein Eis. Und zwar gibt es das im Gibson Girl Ice Cream also diese Aussprachen, ich schreibe die Namen alle nochmal von den Restaurants, alle nochmal unten rein. Also blende ich hier ein, weil das Aussprechen ist für mich echt eine Überwindung. Genau, da gibt es eine köstliche Überraschung. Ich habe hier halt auch eine Beschreibung. Ein Vanilla Flavor Ice Cream, Whipped Cream und Strawberry Cools. Also irgendwas mit Vanille, Schlagsahne und dann halt Erdbeeren. Erdbeer-Deko-Dinger, genau. Und nochmal zu Elsa, das ist auch ein Vanille-flavored Soft-Eis. Genau. Dann gibt es noch ein Belle Milkshake im Victoria's. Seht ihr jetzt auch nochmal hier. Ist halt ein gelber Milkshake, wahrscheinlich. Achso, es steht ja hier sogar. Ich wollte sagen, wahrscheinlich Banane, aber nein. Ich habe ja die genaue Beschreibung. Es ist ein Vanille-Ice Cream, Milch, Mango, Püree, Donut, Sahne und Topping-Milchshake. Also Vanille und Mango werden wir natürlich auch noch ausprobieren nächste Woche. Und ich schätze mal, also die normalen Milchshakes in Victoria's kosten so 10 Euro. Mit dem Donut wird es vielleicht 12 oder 15 Euro kosten. Mal sehen. Kommen wir jetzt zu den, für mich finde ich, die am besten aussehendsten Sachen, und zwar die Prinzessinnen-Cupcakes. Es gibt aber nur 2 Prinzessinnen-Cupcakes, und zwar Cinderella und Jasmin. Die einen Cinderella-Cupcakes bekommt ihr, wenn ihr ganz normal im Plaza Gardens essen geht und ja, da euch das Dessert bestellt, bekommt ihr einmal so einen Cinderella-Cupcake. Und dasselbe ist im Agrabah Café, da bekommt ihr dann halt den Jasmin-Cupcake, wenn ihr da ein Dessert bestellt.
Und ja, ich schau mal, der Jasmin Cupcake im Agrabah Café hat ein Zitronen, also ein Cupcake with Creamy Lemon Heart. Also irgendwie eine Creme innen drin mit Zitrone. Und auch der Cinderella Cupcake oder dieses Küchlein hat eine Zitronencreme. Also sehr zitronisch angehaucht, sehr gut für den Sommer. Dann kommen weiter, natürlich könnt ihr auch noch Cupcakes mit Jasmin oder Jasmin und Cinderella auch noch so bekommen. Und zwar im Victorias bekommt ihr dann auch einen jeweils Jasmin oder Cinderella Cupcake oder Küchlein. Und da ist das Jasmin Küchlein eine Tarte mit Salted Caramel und weißer Schokolade. Also das klingt ja schon mal sehr geil, muss ich mal dazu sagen. Also der wird auf jeden Fall gegönnt. Also nächste Wochenende wieder super viele Kalorien. Und dann der Cinderella Cupcake ist ein Blueberry Cupcake mit weißer Schokolade. Also ein Heidelbeer Cupcake, so wie man ihn auch kennt. Sehen sehr gut aus. Ich bin sehr gespannt, wie sie in real aussehen, wie sie schmecken werden. Sehr vielversprechend. Und dann gibt es noch, was haben wir noch? Genau, das gibt es bei der Tea Time noch dazu. Und zwar im Victorias oder halt dann im Plaza Gardens gibt es ein Herz Küchlein. Das ist mit roten Beeren und einer Himbeercreme. Dann gibt es ein, ich weiß nicht, was das ist, irgendwas mit. Sieht aus wie ein Macaron in Herzform, irgendwas mit Vanille und weißer Schokolade und Haselnussgeschmack. Sieht sehr speziell aus, muss ich sagen. Und dann gibt es noch einen, ja, irgendwas Gelbes. Das ist ein Apfel, Ananas und Yuzu, was auch immer das sein soll. Küchlein. Ja, das gibt es dann alles noch bei der Tea Time, also diese fünf Sachen. Dann gibt es diese drei, die ich gerade erwähnt habe: das Herz, die zwei Herzen, dieses gelbe Ding, plus die zwei Jasmin und Cinderella, denke ich mal. Plus dann, ja, genau, die drei habe ich ja gerade erwähnt. Ja, es sieht sehr vielversprechend aus von den Snacks. Also nächstes Wochenende wird es sehr süß. Dann gibt es aber noch weitere Sachen. Und zwar wird es neue Selfie-Spots mit den Prinzessinnen geben. Einmal könnt ihr Merida im Fantasyland treffen. Selfie-Spots wie immer mit Abstand. Also ihr könnt nicht mit den Prinzessinnen knuddeln oder so. Es ist immer noch Corona-konform. Genau, also Merida im Fantasyland. Dann gibt es Jasmin im Adventureland. Dann gibt es ja, die Frozen Selfie-Spots. Also da, wo ihr Elsa und Anna findet. Da. Ja, das wird weiterhin bestehen bleiben. Und dann gibt es noch ein Magical Selfie Moment in den Toon Studios. Also auch da neben Crush Coaster, da wo normalerweise jetzt Woody und also die ganzen Toy Story Charaktere stehen, da wird es auch noch ein Magical Selfie Moment geben. Was es ist, wurde nicht verraten. Und dann wird es Paradewagen geben. Den einen kennen wir schon. Also wir kennen eigentlich beide schon. Haben sie einfach nur noch aus dem Keller gepackt. Der eine fährt ja schon die ganze Zeit immer mal wieder mit den Prinzessinnen, nur das Lied wurde jetzt geändert. Es wurde ja auch ein extra Lied für diese Princess Celebration komponiert, gesungen und das läuft dann, wenn der normale Prinzessinnenwagen da langfährt durch die Main Street und durch den Park. Und dann der zweite Wagen, den kennen wir auch schon von der Frozen Celebration. Das ist der, wo Elsa und Anna da drauf sind mit Olaf, aber Olaf nicht als Charakter, sondern nur als Animatronic. Dasselbe auch mit Sven, der sitzt dann auch hinten, aber auch als Animatronic. Ist ein ganz netter Wagen, haben sie einfach aus dem Keller gepackt, weil die Frozen Celebration damals war ja nicht mal, konnte ja nicht mal zu Ende geführt werden. Ja, ist ganz nett, aber jetzt nichts, also meines Erachtens nichts Spektakuläres. Ja, aber ganz nett. Dann kommen wir zu neuen Magic Shots. Man muss dazu sagen, für die Magic Shots braucht ihr einen Fotopass, falls ihr nächste Woche vor Ort sein solltet. Ja, für die Magic Shots ist ein Fotopass unumgänglich. Ihr könntet aber auch selbst ein Foto machen, PicsArt nutzen und das reinretuschieren. Nur so als Tipp,
ist jetzt kein Hexenwerk, was Disney da macht. Ne? Das könnt ihr auch ganz selbst, ganz einfach selbst darstellen. Mit einer App macht ihr ein Foto und retuschiert dann ein Bild dann da rein. Ganz, ganz easy. Aber ja, zu den Magic Shots. Es gibt einmal ein Dornröschen Magic Shot, natürlich in der Nähe vom Schloss. Wird wahrscheinlich dann halt mit dem Baukastenschloss sein. Dann wird es noch eins mit Moana geben im Adventureland, einen mit Merida im Frontierland, einen mit Küstenfrosch, also Tiana, in der Nähe vom Plaza Gardens. Das ist da in dieser Bucht, wo auch oft IA steht oder so. Also direkt vor dem Restaurant. Und dann wird es noch einen Frozen Magic Shot im Frontierland geben. Wie die aussehen werden, weiß ich noch nicht. Werden wir natürlich versuchen zu testen nächstes Wochenende. Aber das ist ja immer so ein Glücksspiel mit den Magic Shots. Ob die Fotografen gerade da sind oder nicht. Wir haben oft genug den Fall, dass wir da hinlaufen und dann steht da keiner. Es gibt auch leider keine Uhrzeiten für die Magic Shots. Das ist ein bisschen immer, also ich finde es ein bisschen blöd immer, weil wenn man Uhrzeiten vorher sagen würde, könnte man sich danach den Plan einrichten. Aber naja, mal gucken, ob wir die 5 Magic Shots nächstes Wochenende in 2 Tagen hinkriegen. Und dann gibt es noch ein bisschen was Merchandise-mäßiges. Und zwar ja, gibt es auf jeden Fall Pandora-Charms mit den Prinzessinnen drauf. Ja, ist ganz nett. Brauche ich jetzt aber nicht. Dann gibt es in verschiedenen Shops auch noch Merchandise. Ob es jetzt neues Merchandise ist oder ob sie einfach das alte drin lassen und einfach Princess Celebration drüber schreiben, weiß ich nicht. Werden wir auf jeden Fall nächste Woche dann noch filmen, aber es soll im Schneewittchen und die 7 Zwerge-Shop direkt hinterm Schloss. Im Fantasyland soll es wohl Merchandise geben, aber da gibt es ja sowieso schon Prinzessin-Merchandise. Das ist ja der Prinzessinnen-Shop. Also wie gesagt, ob es da was Neues geben wird, keine Ahnung. Dann wird es im Emporium auf der Main Street Merchandise zur Princess Celebration geben und auch im World of Disney im Village. Mal sehen, was da neu ist, ob da was Neues ist oder das Altbekannte. Es soll wohl Kleidung, Spielzeug und Accessoires geben, ob jetzt auch für Erwachsene oder halt nur für die Kinder, die Kostüme. I don't know. Ja, und das war's auch zur Princess Celebration. Könnt mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Findet ihr, das reicht für die Woche? Hättet ihr was anderes erwartet? Hättet ihr mehr erwartet? Würdet ihr es wünschen, dass die Celebration länger geht oder dass sie nochmal wiederkommt. Ja, könnt ihr gerne unten mal in die Kommentare schreiben. Und das war's auch schon von meinem News-Video diesmal. Es sind jetzt nicht allzu viele News, aber zur Princess Celebration, die war ja sehr umfangreich. Und ja, ich bin sehr gespannt ab morgen, was da so passieren wird. Und ich freue mich sehr auf nächstes Wochenende. Es wird auf jeden Fall wieder 2 Vlogs geben und vielleicht das eine oder andere Merchandise-Video. Ich muss mal schauen, was ich alles so schaffe nächstes Wochenende, weil es steht schon wieder so viel an für die Princess Celebration. Wir gehen auch im Silver Spur Steakhouse essen. Da bin ich auch sehr gespannt, war ich auch noch nie. Ja, ganz viel geplant für nächstes Wochenende. Ich freue mich mal sehr, wieder rauszukommen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und wir sehen uns nächste Woche aus dem Disneyland wieder. Bis dann!